Und weiter geht's, ihr Lieben, mit einem neuen Video hier in Russian Fishing 4. Heute mal nach langer Zeit an der Achtuba. Ja, und was gibt's an der Achtuba? Im Idealfall geht man da auf so ein bisschen exotische Fischis. Dieses hier ist ja einer der vielen Seitenarme an der Achtuba. Genaue Position zeige ich gleich natürlich auch noch. Und idealerweise, und es war tatsächlich der erste Fisch, den ich gerade gefangen habe, fangen wir hier gleich noch weitere von den Silberkarpfen. Das wäre natürlich nicht so schlecht. Bisschen rumprobieren. Silberkarpfen ist immer ein bisschen tricky. Silberkarpfen mag alles, was grün ist. Deswegen teste ich das hier auch gerade. Und habe noch so eine gute alte, hoppala, so eine gute alte grüne Futtermische gefunden. Die habe ich jetzt gerade eben frisch reingeballert. Der erste Fisch ging ohne Futtermische rein. War schon mal nicht so schlecht. Ist schon immer ein gutes Zeichen auf grasige Köder. Ja, und wenn das jetzt hier gleich richtig lübt mit Futtermische, dann wäre das natürlich mega gut. Ob das lübt, keine Ahnung. Werden wir sehen. Wäre nicht so schlecht. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen klassisch hier. Gerade als die Achtuba rauskam, war ich auch wahnsinnig viel hier. Ne? Rauf und runter geangelt, die ganzen Seitenarme nach dem ganzen Kleinkram und was man nicht alles gefangen hat. Und an dem Tümpel, auf Amure, auch da zwischendurch natürlich die Silberkarpfen. Wildkarpfen und Co. wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn die reingehen würden. Aber dafür ist die Futtermische, glaube ich, insgesamt ein bisschen zu grünlich. Da könnte man vielleicht hier eher ein bisschen was Fischiges verwenden. Ja, von der Position her hier mit 36, also 136 oder 135, 100. Die Pose ist ein bisschen gefährlich. Das ist hier gerade so dieser Übergang auch ins nächste Chatgebiet. Hier, wie war das? Hier war, glaube ich, schon irgendwie Waldbach oder wie das heißt. Und hier Hohe Aue. Vielleicht ist das auch gerade im Übergang. Also, zwischen den zwei Chatgebieten. Ich teste erstmal hier ein bisschen. Dann teste ich aber auch auf jeden Fall nochmal hier in diesem Bereich. Das sind so die beiden Klassiker. Vielleicht stelle ich mich auch gleich hier hin und werfe nochmal so darüber. Also auch gerne halt hier an diesem Geschlonze. Den Bereich einfach ein bisschen ausprobieren. Ganz wichtig, aufpassen, dass ihr nicht zu nah hier runterkommt. Da unten kann man stehen. Aber man kann da unten nur so auf 2 Meter hin und her laufen. Und dann ist man festgebackt. Dann hängt man hier fest. Also aufpassen, nicht so weit runterlatschen. Vielleicht einfach hier oben, Höhe der Blumen, die hier stehen, des Grünzeugs, einfach oben stehen bleiben. Ich habe hier einen Clip reingeballert von 14 Metern. Und gerade eben meine Futtermische grün. Ich hoffe, ich finde sie gleich wieder. Ach, guck mal, hier haben wir ja noch andere. Ach so, die hieß Achtuba grün, ne? Genau. Hieß die nicht Achtuba grün? Achtuba grün, hier ist sie. Siehst du, 2 Stück kann ich noch reinwerfen. 60 Stück hatte ich. Dann werfen wir nochmal. Zack. Und zack. Nochmal 2 Stück rein. Futtermische. Hier ist sie. Gucken wir uns mal eben an. Also ganz simpel. Mit Rapsamen, man könnte vielleicht auch Hanfsamen könnte man nehmen oder Kürbissamen, irgendwas Grünliches so als Basis. Graskuchen, Fietz, Leinsamen, Kürbissamen nochmal mit drin und das Ganze natürlich mit frisch gemähtem Rasen, Aroma, alles schön eingesägt, damit das schön matschig wird und rin damit. So, die Mische. PVA natürlich auch durchaus möglich. Ich sag mal, wenn ihr hier in dem Levelbereich unterwegs seid auf die Fische, dann werdet ihr auch wissen, wie ihr euer PVA zusammenbastelt. Also alles, was grün ist, da rein. Alles, was ein bisschen grasig ist. Frühlingskräuter, frisch geschnittener Rasen und.
Ja, gehen wir mal eben aufs Set raus oder rein ins Set, wie es zusammengebaut ist. Das Ganze natürlich mit den Karpfenruten. So um die 30 Kilo herum bin ich. Ich teste hier ein bisschen verschiedene Hakengrößen. Hier habe ich jetzt mal einen 1.0er drauf mit relativ kleinen Pellets, mit relativ kleinen Ködern. 14er Graskuchenpellet, Frühlingskräuter in 15 und dann natürlich nochmal der frisch gemähte Rasen sozusagen, frisches Gras als Dip und ähnliches eben auch auf den anderen. Gerade eben war es noch so fast Nacht. Gucken wir mal, ob das jetzt am Tag überhaupt so richtig funzt. Bin ich sehr gespannt. Also der erste Fisch, guck mal da, Silberkarpfen, der Zilonka hat auch schon gerade den ersten abgefahren. Bin ich echt sehr gespannt, ob hier ein bisschen was geht. Also ich würde sagen, wir testen hier erstmal ein bisschen eine Weile. Ich stelle mich jetzt hier erstmal ein bisschen hin, probiere aus. Vielleicht, wie gesagt, gehe ich gleich da vorne hin, in den Bereich. Vielleicht ist es ein bisschen noch grasiger oder so. Oder die Mische hat den Spot versaut, kann natürlich auch sein. Auch dann hoffe ich, dass es dann da hinten besser geht. Und wenn da was geht, schalte ich natürlich direkt wieder rein. Na, hat nicht ganz so lang gedauert. Ich habe in der Zwischenzeit, habe ich mir gedacht, komm, gehst du noch mal ein bisschen steiler und ein bisschen näher ans Grünzeug ran. Ich habe mich ein bisschen weiter rumgestellt und dazu kommt diese ollen Blumen. Alter, da konntest du ja nicht ausdenken. Und dazu waren hier auch überall Fliegen oder was. Ich weiß nicht, ob da einer in den Busch hier irgendwie reingemacht hat oder was. Auf jeden Fall waren hier überall Fliegen. Dann habe ich mir gedacht, komm, stellst dich mal hier hin. Hier ist man auch nicht runtergerutscht. Das war ganz gut. Und zack, da haben wir den ersten kleinen dran. Und es ist wirklich, oi, 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 ein kleiner Wildi. Also lübt der Lachs hier. Ganz verwegene Stelle, Alter. So, ich zieh nochmal ein bisschen ran. Na, guck mal, wird sogar ein bisschen schwierig hier an die ganzen Stellen, an den Stellen die Ruten abzustellen hier. Aber et funzt so einigermaßen. Also 13, 14 Meter ist vielleicht sogar schon fast zu weit. 13 Meter möglicherweise. Alles eher hier vorne in dem Bereich. Ich baller gleich nochmal extra ein bisschen Mische rein. Noch passt es allerdings. Und dann geht es gleich weiter an den nächsten Spot. So, testen wir mal weiter hier. Und da bimmelt es auch schon wieder los. Wir testen gerade mal jetzt hier weiter. Ich werfe hier nochmal näher so ans Grünzeug. Hab hier jetzt das gleiche, was ich als Futtermischer hatte, auch nochmal als PVA reingeballert. Und bevor es richtig losgeht mit der Futtermische, beißt hier ein winziger Amur. Auch auf grasige Köder, auch nicht schlecht. Ich hatte vorher noch überlegt, ob man nicht einfach die Graskarpfenmische verwenden könnte. Das ist ja die Standardmische, die man herstellen kann. Aber die war mir so wenig grasig. So von den Zutaten her. So mit Koriander drin und so Sachen vielleicht. Eher so ein bisschen würzig. Und hier ist ja doch sehr eindeutig grün und grasig. Ich liebäugel auch schon damit, gleich nochmal, vielleicht mit der Match. Und dann einfach auf mit Kohlblatt und solchen Sachen, also wirklich klassisch grüne Köder mit reinzuhalten. Probieren wir es mal, ne? Testen wir mal aus. Jetzt, wie gesagt, nochmal an der gleichen Stelle mit PVA. Futtermische 1, 2, 3. Und meldet sich da sofort jemand? Da meldet sich, glaube ich, tatsächlich direkt einer. Guck dir das an. Das war die letzte, gerade frisch reingeschmissen. Oder ist es die Strömung? Kann auch sein, dass es die Strömung ist. Einfach ein bisschen abwarten. Ob da was wegzieht. Wobei bei dem Blei 50 Gramm Blei da drin. So viel Strömung ist jetzt hier in den Seitenarmen auch nicht, ne? Gucken wir mal eben rein. Wackelt da was? Ne. Ist auch noch alles... alles safe. Ich ziehe noch mal ein bisschen an. So.
Ja, Graskarpfen, ansonsten natürlich ganz klassisch auch an der Sura zu angeln. Sura ist immer wieder eine Möglichkeit für Graskarpfen, gerade unten in dem Bereich, wo der Campingplatz ist zum Beispiel. Oder ganz oben in der Schleife sozusagen, dann aber links oben weiter, da ist so ein kleiner Seitenbach, ganz klein. Endet an so einer Mühle, ganz schicke Gegend. Einfach mal hingehen und gucken, vielleicht ein bisschen angeln. Also die Gegend da oben lohnt sich, da einfach mal ausprobieren. Auch ganz klassisch mit so grünen Ködern, Graskarpfen, Mische und ähnlichem. Da einfach mal testen, ob man nicht auch da mal einen Silberkarpfen bekommt. Silberkarpfen allerdings, man sieht es auch hier, das ist seltener in einer hohen Frequenz, sondern ballert halt ab und zu mal rein. Ne? Von daher bin ich ja schon ganz zufrieden gewesen, dass hier der erste schön silbrig glänzende reingegangen ist. Kann natürlich ein bisschen mehr Speck auf den Rippen haben, aber vielleicht kommt das noch, vielleicht braucht man einfach nur ein bisschen Geduld. Nichtsdestotrotz muss ich jetzt gleich nochmal ein bisschen woanders testen. Ich glaube, ich warte jetzt nochmal so bis in die Dämmerung ab und dann geht es nochmal woanders hin. Tja, jetzt ist es schon soweit. Angeln an quasi drei verschiedenen Spots. Ich stehe einmal hier an der Landzunge, ein wenig, jo, direkt am Wasser sozusagen, an der Spitze. Und dann haben wir hier eine Route drin, eine hier vorne und da ganz hinten ist auch nochmal eine. Und irgendwo hat es doch da gerade leicht gezuppelt, oder? Ist es direkt hier gewesen? Die oder die? Die andere bimmelt anders. Vielleicht mal die Glöckchen vielleicht nochmal ändern. Also hier tatsächlich die ganze Zeit deutlich zu wenig. Deutlich zu wenig. Vielleicht ist es auch einfach doch nicht weit genug raus. Ich werfe nochmal mittiger mehr rein. 12 Meter so in dem Bereich. Auch hier bin ich ja jetzt quasi, na, ich sag mal so in diesem Bereich, jetzt hier eher in der freien Fläche. Aber auch hier werfe ich nochmal ein bisschen weiter. So. Jawohl. Ja, es wird langsam düster. Die Abenddämmerung setzt ein. Wäre nicht schlecht, wenn da jetzt nochmal was geht. Ansonsten ist das Silberkarpfenangeln hier aber ein Reinfall, ey. Dann war das nicht so der Burner. Ist halt ganz geil, ne? Eigentlich ganz geil. Aber auch sowas für Wildkarpfen, Marmorkarpfen, Amure und Co. Ich weiß, dass ich hier damals regelmäßig auch stand. Einfach so auf Kartoffel zum Beispiel, ganz simpel. Oder dann ging hier eine Zeit lang einfach mit der Stippe, dann gingen hier die Heringe und. Oder in dem Bereich dann irgendwann die Marmorkarpfen, Aalande ging hier eine Zeit lang. Also eigentlich eine ganz wilde Stelle. Ich glaube, ich muss mal demnächst mal wieder öfters hier auch zur Achtuba. Einfach viel zu selten hier. Und eigentlich ist es halt ein ganz schickes Ding. Auch jetzt nochmal wieder ein bisschen abwarten. Gerade alles so frisch hier eingestellt. Mal gucken, ob da hier an diesem gesamten Abschnitt, den ich ja jetzt hier quasi beangel, ob hier ein bisschen was geht. Bis gleich. Na, seht ihr mal. Das ist doch nett. Es hat jetzt gar nicht lange gedauert. Und da hinten an dem bewegt sich die Schnur auch gerade ein wenig. Jawohl, da hinten, man sieht es, es zuppelt da hinten auch schon. Das war jetzt quasi der erste Spot. Jetzt müssen wir mal gucken, wer als erstes den Kopf neigt. Und es sind tatsächlich eher ein bisschen die Abendstunden. Da hinten hängt jetzt die Schnur schon ein bisschen durch. Es kann sein, dass jetzt gleich hinten die erste Route gleich abgeht. Und jawohl, ganz eindeutig. Aber hier auch gerade. Ei, die haben sich abgesprochen. Okay, dann nehmen wir erstmal den hier. Auch hier ein kleiner Amur. Und da bimmelt auch schon die nächste halt weiter. Direkt wieder raus damit. Bisschen straff ziehen und weiter geht's. Das ist eigentlich ganz geil. Das ist eigentlich ganz geil. Oha, guck mal hier. Der hat auch mal ein bisschen Spaß an den Backen.
wenigstens mal einer, der ein bisschen mehr Gewicht hatte als die anderen. Aber auch das ist, glaube ich, nicht der Zielfisch. 4 Komma. Leider nicht der Zielfisch, aber immerhin Fisch. Lassen wir noch so rausgeworfen, wie es ist. Hier bisher noch kein Ergebnis. Aber es ist einfach hier ein... Also so muss ich ja sagen, mal ein anders geiles Angeln. Hat schon was. Ne? So schön an den verschiedenen Stellen, die Routen. Mal schön die Area testen. So einfach mal schön die ganzen Bereiche testen. So geht das, ey. Naja, okay, wir werden sehen, wie es jetzt hier in den Abend hinein noch weitergeht. Wenn da noch was geht, dann schalte ich nochmal rein. Ein paar Minuten teste ich noch jetzt so schön in die Nacht rein. Und ja, es scheint tatsächlich der Abend wichtiger zu sein als der Tag. Und da haben wir auch schon mal dran. Ja, zack. The next. Guck mal hier, sogar ein kleiner Schuppi. Auf Rasen, auf grünliche Köder. Das ist ja verrückt, ey. Nö, so kann das gerne weitergehen, ne? Ich würde sagen, bis gleich. Na, das scheint wohl hier der letzte Zuppler, der hier noch dran geht, Alter. Immerhin nochmal ein Brocken jetzt hier, 1 Uhr in der Nacht. Aber ich muss sagen, paar Amure, okay. Aber ein paar silberne, meh. Bei mir zumindest weniger. Auch jetzt hier mit Minimal-Setup wahrscheinlich nicht so der Burner. Ich denke, dass man hier mit komplettem Setup so in Richtung, also komplett auf mit PVA und allem drum und dran, dass man hier vielleicht was rausziehen kann. Der Herr Zilonka hatten wir ja gerade irgendwie schon gesehen. Der war hier im Chat, hat auch schon Silberkarpfen gefangen. Und der steht hier tatsächlich auch. Ich dachte erst, dass er vielleicht an der Sura ist. Und der meinte, ja, er hätte jetzt schon 7 kleine gefangen. Allerdings alles unter 10 Kilo. Also auch nicht so der Burner. Ich treibe jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Kartoffel und Kohl rum. Aber ich glaube, ja, so ein paar Karpfen kann man hier rausziehen. Aber so richtig der Burner mit dem gesuchten Silberkarpfen, der wäre es halt gewesen, ne? Aber ich glaube, damit wird das nichts. Also, Petri, ihr Lümmels, vielleicht zieht ihr hier was raus oder was ganz anderes. Oder vielleicht das Ganze mal hier an der Stelle auch teste mit Heilboot und mit Thunfisch, also diese fischige Richtung. Eigentlich immer ein ganz geiler Spot hier unten am Schniepi, am Zipfel. Auf der Hauptinsel, das ist halt immer das Geile, man muss nicht irgendwie mit dem Boot fahren und so und kommt hier relativ schnell hin. Wenn das Ganze trotzdem irgendwie ein bisschen geholfen hat, einen Daumen da lassen, den Kanal abonnieren und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petri.